Hallo und herzlich willkommen zu Herr der Ringe Online. Wir stehen hier in der Buckelstadt, haben noch zwei größere Aufgaben zu erledigen. Und bevor wir die in Angriff nehmen, holen wir uns natürlich unser tägliches Geschenk, das silberne Geschenk. Mal schauen, was wir diesmal bekommen. Ein kleiner Haufen Kupferreste ist immer gut, Kohle. Dann haben wir noch eine Nachricht hier offen. Genau, die haben wir noch gar nicht angeschaut. Von Erkenbrands Bote an Tollfuß. Eine epische Schlacht steht bevor. Oha! Mein Herr Erkenbrand hat mich von seiner Festung, der Hornburg in Helmsklamm, hergeschickt. Um Gottes Willen, wo ist das denn? Um allen Abenteuern von den epischen Schlachten zu berichten, die Rohan in Kürze auszufechten hat. Wenn ihr wissen wollt, wie man richtig in solchen riesigen Waffengängen kämpft, dann will ich euch gern darüber Auskunft geben. Sucht mich, wenn ihr Gelegenheit dazu findet, einfach beim Keilerbrunnen in Bree auf. Ja. Vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das könnte man theoretisch, glaube ich, jetzt schon machen. Da wird man dann hochgestuft. Aber Helmsklamm, ja, da ist noch ein weiter Weg für unseren kleinen Hobbit hier. Wir müssen hier dann erstmal zum Keilerbrunnen in Bree, um hier das Training zu starten. Machen wir aber erst, sobald wir etwas größer sind. So, ich schalte hier das Minenaufspüren wieder ein. Und dann haben wir doch noch irgendwas zu tun. Den Instanzenfinder schauen wir uns noch ganz kurz an. Ist für uns auch noch nicht so relevant. Da gibt es eine einfache Version, eine fortgeschrittene Version und eine spezifische Version. In der einfachen kann man einfach festlegen, welche Rolle man gerne einnehmen will. Bei uns als Wächter wäre das Verteidigung oder Schaden. Und wir können dann noch zum Beispiel auswählen, an welchem Typ wir beitreten wollen. Hier können wir aktuell nur den epischen Schlachten beitreten, weil wir wahrscheinlich... Ach so, weil wir das noch gar nicht dürfen. Scharmützel dürfen wir noch gar nicht, genau. Und Instanzen ist noch nichts zugewiesen. So, wo man vielleicht etwas mehr Zeit investiert, ist dann hier der fortgeschrittene Instanzenfinder. Da kann man dann auch direkt festlegen, bei welchen Gruppen man mitspielen will oder welche Stärke die Instanz haben will. Und wenn es ganz spezifisch sein soll, kann man hier die Instanzen sogar mittlerweile komplett auswählen. Das heißt, wir müssen jetzt hier gar nicht mehr hinreisen. Wir könnten jetzt theoretisch, das sieht man hier, weil das so eine goldene Schrift ist, wenn wir hier Helmsdamm auswählen, dann können wir einfach hier unten auf jetzt starten gehen und sofort würde die Instanz starten. Genauso hier beim Krieg um Gondor, das sind einfach die Instanzen, die bereits vorgegeben sind für die Add-ons. Und ich finde es etwas blöd, dass man hier als Kleinstufiger auch die schon aufgelistet bekommt. Aber das liegt halt daran, weil man die auch jetzt schon machen könnte, weil man hochgestuft wird. Okay, und diese Liste wird sich mit der Zeit immer mehr füllen. Mit allen Instanzen, die wir so auf unserer Reise finden werden. Und da können wir die nochmal wiederholen zum Beispiel. Genug geredet, es geht zurück. Moment, ich wollte erst noch mal kurz schauen beim Unterkunftsvermittler. Ist mir eine Ehre, euch zu Diensten sein. Wir können ja ab Stufe 15 uns ein Haus kaufen. Ich möchte nur mal kurz schauen, was das kostet. Also das kleine Haus kostet 1 Gold, ungefähr 1 Gold 100, 1 Gold je nach Lage. Sippenhaus geht wahrscheinlich nicht und das Luxushaus, da geht es ab 7 Gold erst los, offenbar. Man sieht ja auch, die meisten haben sich für Luxushäuser entschieden, statt die kleinen Häuser, weil die Luxushäuser einfach viel mehr Platz noch bieten. Ich schaue jetzt mal hier rein. Luxushaus hier zum Beispiel 7 Gold, 8 Gold. Okay, da müssen wir noch ein bisschen sparen, wenn wir nicht cheaten wollen und wenn ich nicht mir Geld rüberschiebe von anderen Accounts. Das möchte ich eigentlich nicht. So, wir müssen jetzt hier hoch. Müssen eine Aufgabe abgeben. Quatsch, hier rüber. Und zwar wegen den Keilerrippchen. Was haben wir denn hier für Buffs drauf? Eine stille Ruhe. Monster, im Monsterspiel hat wohl offenbar haben die freien Welten hier die Oberhand. Deswegen bekommen alle in der freien Welt
einen Buff und auch noch plus 3% Erfahrung gewinnen. Sehr schön. Dann Edilina Stolzfuß. Wir geben die einmal seine Ruhe haben? Rippchen ab. Sehr schön. Ihr habt die Rippchen. Lasst sie mich zubereiten. Hier bitte. Ich wünsche Onkel Adelard einen guten Appetit. Aber wenn er zu viel davon isst, muss er wahrscheinlich seinen Gürtel etwas weiter schnallen. Ja, gut, dass die nicht weiß, dass die nicht für den Adelard sind, sondern für den Geist in der Bibliothek. Wenn es denn wirklich einen gibt. Schauen wir mal, was er davon hält. Es ist schrecklich. Ja. Einfach schrecklich. Schrecklich. Ah, gut, ihr habt die Rippchen. Und sie riechen einfach köstlich. Edilana ist eine wirklich talentierte Köchin, findet ihr nicht? Nun, ich werde sie in die Bibliothek stellen und hoffentlich wird sich der Geist des alten Tux dadurch besänftigen lassen. Dann habe ich endlich meinen Frieden wieder. So, dann warten wir mal kurz. Wahrscheinlich geht er jetzt rein, verspeist die Rippchen und kommt dann wieder raus und sagt, hat nicht geklappt. Er hat wieder einen Ring. Dürfte ich euch um Hilfe bitten? Der Geist spukt immer noch in meiner Bibliothek herum. Wann wird er mich endlich in Ruhe lassen? Bleibt doch mal stehen. Da wurde er wohl von Rania Wün angeklickt. Hallo, du kannst mich doch nicht einfach hier so unterbrechen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Da lachen wir doch gleich mal mit. Wenn die auch so lacht. Der Geist spukt immer noch in meiner Bibliothek herum. Wann wird er mich endlich in Ruhe lassen? Das hat alles begonnen, als ich hier ein bisschen aufgeräumt und einige Dinge ins Atomhaus geschickt habe. Und dann... Ich bin auf einen alten Feuerwerkskörper vom letzten Sommerwendfest des alten Tuk gestoßen. Wisst ihr, Gandalf war ein guter Freund von ihm und Gandalf brachte immer die schönsten aller Feuerwerkskörper mit. Vielleicht habe ich den Geist des alten Tuk verärgert, als ich den Feuerwerkskörper in das Matomhaus geschickt habe. Kann sein, dass er sehen will, wie das Feuerwerk brennt. Wenn wir den Feuerwerkskörper zurückholen und zünden könnten, dann besänftigt das vielleicht seinen Geist. Würdet ihr bitte mit Wächter Brombart Fuchsschwanz in Michelbinge sprechen und ihn darum bitten, das Matomhaus liegt auf einem Hügel nordwestlich vom Zentrum Michelbinges. Sobald ihr die Feuerwerkskörper in der Hand haltet, feuert sie bei der Metellbühne in Wasserau ab. Gut, dann müssen wir ja eh Richtung Michelbinge, weil wir noch Aufgaben abzugeben haben. Aber bevor wir dorthin gehen, müssen wir noch den Geribert Tuck suchen. Der ist irgendwo hier drüben im Westen, weil der doch, soweit ich mich erinnere, zu spät zum Abendessen oder zum Dinner gekommen ist. Keine Ahnung. Er ist auf alle Fälle zu spät gekommen und das geht ja nun wirklich nicht. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch noch ein paar Zinnminen. Das wäre ganz hervorragend. Aber offenbar gibt es hier nichts. Vielleicht kommen die erst auch später in späteren Umgebungen. Dann klingeln wir hier mal. Beziehungsweise betreten ganz unforscht das Haus. Oh, hier sieht es ja etwas seltsam aus. Und irgendjemand... Oh, Ratten! Was machen die denn hier? Neue Tat hinweggefegt. Schau mal, was das ist. Schließt fegender Schnitt ab. Fegender Schnitt ist ja unsere Waffe. Beziehungsweise unsere Eigenschaft. Und die müssen wir 100 Mal ausführen. Dann bekommen wir 5 Herr der Ringe Online-Punkte. Wie wunderbar. So, geht es hier irgendwo? Das sieht aber gar nicht vielversprechend aus. Ratten und... Spinnweben. Ist er denn hier? Hallo? Oh, wir haben Gerberts Tagebuch entdeckt. Und neugierig wie wir sind, werden wir da gleich mal ein bisschen drin schmökern. Gerberts Tagebuch.
Wie immer gut, Montag. Heute hat Peregrin mich dazu herausgefordert, mich in einem von Longo Lochners Wagen zu verstecken, und zwar in denen, die das Auenland Richtung Osten verlassen. Er glaubt nicht, dass ich mich traue, aber ich werde es ihm schon zeigen. Wir müssen das Tagebuch jetzt zurückbringen. Wahrscheinlich müssen wir ihn dann verfolgen. Der hat aber auch viele Türen hier. Ich schaue mal auf die Karte. Wir müssen nochmal zurück nach Buckelstadt. Das machen wir noch, bevor wir dann das erste Mal unseren Transport hier nutzen. Zurück nach... Oh, wir haben ja Lützelblinge. Mist. Okay. Dann nutzen wir den noch nicht. Da müssen wir in Michelbinge dran denken, dass wir hier den Markstein an uns binden, damit wir hier immer schön bequem zurück nach Michelbinge zur Hauptstadt kommen. Was haben wir denn hier alles mitgenommen? Jede Menge Verkaufssachen. Wir könnten auch endlich mal verkaufen. Wir haben schon viel zu viel hier wieder im Inventar. So, dann schauen wir mal, was die gute Frau hier zu sagen hat zu dem Thema. Wie unhöflich! Gerberets Haus war leer. Hier, lasst mich einmal das Tagebuch sehen. Ich bin sicher, dass es ihm sehr peinlich wäre, wenn er wüsste, dass ich sein Tagebuch lese. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wohin er gegangen ist. Na klar. Hey, ihr! Schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Longos Kräuterwagen. Oje, es sieht so aus, als würde Gerberet in der Klemme sitzen. Seinem letzten Eintrag im Tagebuch kann man entnehmen, dass unser närrischer Vetter Pippin ihn zu einer Mutprobe angestachelt hat und er sich auf einem von Longo Lochners Wagen verstecken sollte, die nach Osten unterwegs sind. Das Seltsame ist, dass der Eintrag schon etwas älter ist. Pippin ist in Hobbingen unterwegs und Longos Hof ist gar nicht so weit weg. Vielleicht sprecht ihr am besten mit Longo und fragt ihn, ob er Geribert gesehen hat. Longos Hof liegt an der Straße nach Stock östlich von Buckelstadt. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Sorgen mache ich mir um den armen Geribert. Wir verkaufen mal bei dir. Warum alles. Belästigt ihr mich? Na, wer wird denn hier gleich so... was verkaufen wir? Das Steinsalz können wir verkaufen. Hier alles wird verkauft. Außer das Kupfererz. Das behalten wir. Genauso den edlen Dolch. Alles verkaufen. Und durch die Reste bekommen wir jetzt 554 Silber. Und sind jetzt bei 781 Silber. Fast bei einem Goldstück bereits. Also die können wir noch kurz annehmen, die Quest hier. Da fragen wir uns noch eben mal durch. Aber ich glaube dann, die nächste Folgequest geht dann mehr Richtung Osten. Ist der denn hier drüben? Longo Lochners Hof. Oh, bitte! Wie? Ihr wollt etwas über einen närrischen Tuck wissen? Nun, kann sein, dass ich ihn gesehen habe, aber so einfach erzähle ich euch nichts. Nein, erst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Dass hier niemand was umsonst macht, also das ist ja wirklich... jeder will immer was. Oh bitte, hört mich doch wenigstens an. Bevor ich euch erzähle, wo dieser Idiot von Tuck ist, nachdem ihr sucht, müsst ihr etwas für mich erledigen. Wisst ihr, ich bin im gesamten Auenland für mein hervorragendes Pfeifenkraut bekannt und das bedeutet, dass hier eine Menge Leute vorbeikommen, die neues Kraut bei mir kaufen wollen. Nun, meine diesjährige Ernte ist noch nicht reif, aber ich bin ja ein schlauer Hobbit, wisst ihr? Als die Bären noch ihren Winterschlaf hielten, habe ich ein Fass mit Tabakkraut in einer ihrer Höhlen versteckt, falls es mal zu einem Engpass bei der Lieferung kommen sollte. Geht zu den Bärenhöhlen im Süden und bringt mir das Fass. Sobald ihr zurückkommt, erzähle ich euch alles, was ich über den Tuck weiß. Wieso versteckt ihr denn ein Tabakfass bei den Bären in der Höhle? Damit das Fass keiner findet oder wieso? Ja, sehr mysteriös. Bei den Bären waren wir ja bereits. Wo waren die denn? Hier oben. Denen haben wir ja bereits mal einen Besuch abgestattet.
Da müssen wir uns jetzt wohl bis zur Höhle durchkämpfen. Aber kein Problem. Wir sind schon wieder auf gutem Weg hier zu Stufe 11. Ordentlich daneben gehauen und eine neue Tat ist aufgepoppt. Schließt Vergeltung ab. Vergeltung war okay. Pariererwiderung, eine Parade ist Vergeltung. Das heißt, die müssen wir wie oft machen? 800 Mal. Okay, für 5 Punkte. Ja, ja, ja. Na gut, aber dann machen wir ja sowieso immer mit, wenn wir kämpfen. Und ja, sollte kein Problem sein, dass wir die irgendwann auch mal abschließen. Oh, wir haben jetzt einen Buff, der heißt Leichtes Grauen. -7 Schicksal, -7 Wille. Den Bär hier gehen wir mal aus dem Weg. Da sehe ich ja schon was blinken. Hier drinnen beschützt von 2 Bären. Sehr gut. Wir holen uns schnell das Pfeifenkraut. Hier liegt auch noch ein Bündel. Ein Bündel mit Silbermünzen, zerbrochenem Dolch, Leichtfellen und Tropfen klebriges Harz. Ja, nehmen wir alles mit. Die liegen immer mal wieder verstreut in der Umgebung rum, die Bündel. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger guten Inhalten. Aber verkaufen kann man die immer noch. Die leichten Felle könnten wir theoretisch für unseren Schneider brauchen. Nee, aber ich würde sagen, den Schneider, den lassen wir komplett außer Acht. Außerdem habe ich das Schneiderwerkzeug schon wieder gelöscht. Das lassen wir außer Acht, weil der Rüstungsschmied und der Schürfer, das sind sowieso zwei Berufe, die viel abverlangen, wenn wir die komplett machen wollen. Ein Versteck. Sehr gut, ihr habt das Tabakkraut gefunden. Gebt es mir. Jetzt sollt ihr auch wissen, was ich weiß. Dieser Tuck, nach dem ihr sucht, sein Name war doch Geribert oder so, oder? Und er hat sich in einem meiner Kräuterwagen versteckt. Nun, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Was? Ich habe nie gesagt, dass ich euren komischen Tuck tatsächlich gesehen hatte. Ich habe nur gesagt, ich sage euch, was ich weiß. Und damit hat es sich. Verschwindet jetzt los. Sprecht mit Isilia Tuck. Wie unhöflich, muss ich jetzt hier schon mal sagen. Da lässt er uns hier schuften. Und dann weiß er nicht mal was. Sehr nett. So, wir gehen zurück. Und beratschlagen uns mal. Hier nicht einmal seine Ruhe haben? Oh, das ist ja schrecklich. Dieser Longo ist wirklich ein schrecklicher Kerl. Es tut mir so leid, dass er euch so betrogen hat. Wenn er mir das nächste Mal über den Weg läuft, werde ich ihm dazu noch etwas sagen. Jetzt aber nochmal zu Geribert. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo wir nach ihm fragen könnten, wenn ihr mir immer noch helfen und nach ihm suchen wollt. Was gibt's denn hier? Tucks Helm, Hemd für 45 Rüstung. Ist auch eine mittlere Rüstung nur. Immer die. Hey ihr, schenkt mir einen Moment eurer Zeit. Klar doch, Kräuter in Waldhof. Seht ihr, mir ist gerade noch jemand anderes eingefallen, den ihr fragen könntet. Meine Base Alda ist mit Rollo Boffin in Waldhof verheiratet. Viele sagen, es war nicht sehr sinnvoll, dass sie ausgerechnet die beiden zusammengetan haben, aber es scheint, als ob sie recht glücklich sind. Das ist jedoch ihr Problem. Wichtig ist, dass mein meiste Pfeifenkraut aus Tuckland Waldhof passieren muss. Wichtig ist, dass das meiste Pfeifenkraut aus Tuckland Waldhof passieren muss, um zu anderen Punkten im Auenland zu gelangen. Und Rollo ist derjenige, der einen Großteil des Pfeifenkrauts prüft. Da
Da Geribert sich auf einem Kräuterwagen Richtung Osten versteckt hat, weiß Rollo vielleicht etwas über ihn. Ich muss sagen, je weniger ihr herausfindet, desto mehr interessiert es mich, was aus ihm geworden ist. Rollo lebt in Waldhof. Das liegt im Osten von Buckelstadt an der Straße nach Stock. Und zwar ist das hier drüben. Da begeben wir uns jetzt noch nicht hin. Wir marschieren jetzt zielstrebig Richtung Michelbinge. Dort werden wir die Handwerksquest zu Ende machen, die wir noch offen haben. Es war der Helm, glaube ich, der Bronzehelm, den ich falsch gemacht hatte. Und dann setzen wir noch den Markstein und geben die noch offenen Aufgaben ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal vielleicht Richtung Hohlhoch. Da führen uns ja auch einige Quests hoch. Das können wir dann schon machen. Wir könnten jetzt wieder auf unseren Superstein wechseln, der jetzt gar nichts gebracht hat. Beim ersten Mal klappt es immer nicht, wenn ich den ausrüste. Seltsam. Eigentlich müssen wir doch jetzt hier einen Buff für Schnelligkeit haben. Pustekuchen. Aber wir haben ja noch plus 5% Laufgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes. Dann nehmen wir doch die jetzt. Ja, gleich viel schneller. Na gut, der 25% Bonus funktioniert und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Ist hier denn irgendwo ein lauter Kupfer hier? Hier gibt es wirklich nur Kupfer. Kein Zinn, Mensch. Aber eine reichhaltige Ader. Das heißt, da ist um einiges mehr drin. 4 Brocken Kupfererz und ein Achat. Ist immer noch Nacht aktuell, aber die Morgenröte bricht schon an, steht hier im Tooltip. Kommen wir hier hoch? Ja. Dich nehmen wir auch noch mit, wenn du hier schon so prominent rumstehst. Nochmal eine reichhaltige Ader. Mit 5 Brocken Kupfererz können wir denn, wir können wahrscheinlich noch gar nichts basteln als Schmied. Wenn uns das Zinn fehlt. Wir könnten auch jetzt im Auktionshaus mal vorbeischauen. Vielleicht können wir ja günstig Zinn ersteigern. Und das Auktionshaus haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Gehen wir noch kurz hier oben die Aufgabe ab bei Rubina Sauerstein. Was für ein furchtbarer Tag. Vielen Dank für eure Hilfe, Tollfuß. Das müsste die Spitzmäuse davon abhalten, sich nah an die Stadt zu graben, zumindest für eine gewisse Zeit. Sauersteins Umhang mit 14 Rüstung bringt uns nichts. Oder das Schild mit 24 Rüstung plus 48 kritische Verteidigung. Wir wählen das mal und sind eine neue Stufe aufgestiegen. Gibt's Punkte? Jawohl, es gibt einen neuen Punkt. Wir investieren den hier wieder. Jetzt sieht man auch hier, der rote Bereich senkt sich schon etwas. Ich denke mal, ab 5 Punkte, wenn man hier in die Reihe 5 Punkte investiert, können wir dann eine weitere nehmen. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, wir rüsten hier mal zum einen die neue Rüstung aus mit 45 Rüstung. Ist auch mehr so ein Lederhelm, Hemd, dann den Schild und das Messer, den Dolch. Den Dolch, genau, da ist er, da hängt er seitlich. Und wir schauen uns nochmal bei den Spezialisierungen den Eigenschaftsbaum 2 an. So, dann fallen nämlich hier unten die Eigenschaften raus, die wir mit der kühnen Klinge machen können. Und wir könnten jetzt hier
die erste Spezifikation wählen und erhalten dafür Litanei des Trotzes, ruft Feinde im Umkreis an und verlangsamt ihre Angriffe. Okay, und es gibt den Schildspot, der verhöhnt die Feinde und zieht die Aufmerksamkeit auf uns. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, wir können aber hier wieder die drei Punkte ausrüsten. Jetzt schauen wir mal, was hier gibt. Plus Blockwahrscheinlichkeit, plus es gibt, senkt die Kraftkosten, da haben wir aktuell noch kein Problem. Was haben wir hier? Plus 5% Wahrscheinlichkeit, dass Stechen, Blocken oder Pariererwiderung verleiht. Da werden wir vielleicht hier mal die Blockwahrscheinlichkeit anwenden. So, und jetzt können wir quasi hin und her wechseln zwischen Eigenschaftsbaum 2 und 1. Wenn ich jetzt wieder auf den 1er wechsle, genau, dann werden hier wieder die beiden exklusiven Eigenschaften hier reingesetzt. Ja, und so können wir uns ein bisschen hier durcharbeiten. Wir können das nach Gebrauch einfach wählen. Dann gehen wir ins Auktionshaus. Da ist irgendwie gar nichts los heute, Mensch. Da stehen die drei Auktionatoren. Sagt man das so? Keine Ahnung. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? So, und jetzt können wir hier oben in den Kategorien uns durchsuchen, was wir alles suchen möchten. Wir können natürlich auch selbst Auktionen starten. Hier zum Beispiel für 4 Stunden, 8 Stunden, 24 Stunden und 48 Stunden. Wir können einen Startpreis festlegen oder einen Sofortkaufpreis festlegen. Schauen wir einfach mal, wenn ich jetzt hier nach Zinn suche. Gibt es hier gar nichts, wirklich. Kupfer. Ja, Kupfer gibt es jede Menge. Zum einen die Brocken Kupfererz. Was sind das denn für Preise? 100 Brocken Kupfererz für 11 Gold. Hui. Ist ja mal heftig. Wir sortieren hier oben nach aktueller Preis. Ist ja Wahnsinn. Für 33 Brocken Kupfer 2 Gold 500 Silber. Aber Zinn gibt es irgendwie komischerweise nicht. Ja, da hat sich das Ganze schon wieder erledigt, leider. Vielleicht, aber es gibt doch noch Zinn, oder? Also, ich schaue mal bei Schürfer und gehe mal hier raus, weil der hier so dudelt, so laut. Genau, Barren, wir brauchen Zinnbarren. Ah, diese Zutat ist bei Handelsleuten und Verkäufern für Handwerksbedarf erhältlich. Die müssen wir kaufen, deshalb. Das wurde offenbar auch umgestellt und keiner hat mir was gesagt. Na gut, auf zum Handwerkern. Ich freue mich schon so. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Da machen wir uns vielleicht noch eine schöne Rüstung oder ähnliches. Zuerst vielleicht das Rüstungsschmiedewerkzeug. Ist am wichtigsten. Jetzt haben die das geändert. Früher musste man nämlich die Zinnadern immer auch noch abbauen. Und die gibt es jetzt offenbar wirklich zu kaufen. Seltsam. Die müsste doch normalerweise der Schmied hier haben. Laden durchsuchen. Was benötigt ihr? So, Zinn. Gibt es hier natürlich nicht. Oder sieht das anders aus? Nö, so ein weißer Barren müsste das sein. Ist hier auch ein Rüstungsschmied irgendwo? Goldschmied, Schneider. Meister, Handwerkstrophäen, Köchin, kein Rüstungsschmied, hier nur der Waffenmacher. Schauen wir mal bei dir. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Wer hat denn hier die Händler vielleicht? Hier die Handelsfrau. Benötigt ihr etwas? Die hat nämlich jede Menge. Können wir hier filtern nach Handwerkszutat. Schauen wir mal. Irgend so ein weißer Barren müsste das sein.
hat ja alles hier. Also muss da hier irgendwo auch der Barren sein. Barren, hier ist er doch. Barren Zinn für 40 Kupfer. Können wir den kaufen? Da kaufen wir jetzt einfach mal. Okay, ich habe jetzt gerade eben Shift gedrückt. Ich dödel. Habe ich jetzt wirklich 500 Barren Kupfer gekauft? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wird einige Zeit herhalten, würde ich sagen. Können wir die wieder verkaufen für einen guten Preis. Die haben wir gekauft für 200 Silber. Wenn ich die verkaufe, dann bekomme ich 50 Silber. Oh Gott. Na gut. Das soll mir eine Lehre sein. Dann gehen wir hier mal zum Handwerkern. Und als erstes müssen wir natürlich hier die Kupferbarren anfertigen. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt kaufe ich hier. Ich wollte eigentlich mit der Alt-Taste. Mit der Alt-Taste kann man dann immer eine bestimmte Menge kaufen. Da kann man immer selbstständig dann eingeben. Und mit der Shift-Taste kauft er gleich einen ganzen Block. 500. Die brauche ich ja nie im Leben. Und dann gibt es auch nur 50 Silber wieder zurück, wenn wir die verkaufen. Schrecklich. Na gut. Dann machen wir es so, ich lasse den jetzt mal fertig handwerkern und mache anschließend noch die Bronze-Barren. Das dauert ja auch noch ein bisschen. 500 Stück. Und sobald er fertig ist, melde ich mich wieder und dann werden wir uns die ersten Rüstungen und Werkzeuge machen. Bis gleich.